Louis Hofmann spielt mit packender Eindringlichkeit und Überzeugungskraft die Suche des jungen Wolfgang nach Liebe, Menschlichkeit, seinen unbeugsamen Widerstand gegen Erniedrigung und Gewalt im Heim und schließlich die eigene Verrohung. Schwarze Pädagogik in deutschen Erziehungsheimen. Bis in die 1970er Jahre ging das so. Das erschreckendste Erlebnis war ein ehemaliges Heimkind, jetzt Mitte 60, das mir in 5-6 Stunden die Geschichte seiner Missbrauchsodyssee von einem Heim zum anderen erzählt hat, wo die Erzieher wirklich sich gegenseitig verständigt haben, gesagt haben, da kommt jetzt ein kleiner, lieber Junge zu euch, den kannst du dir mal richtig rannehmen. Das ist Wolfgang, der traurige Held dieser wahren Geschichte. Eigentlich wächst er in einer tollen Zeit auf. Die Swinging 60s, Flower Power, sexuelle Befreiung, alles easy. Wäre da nicht der Stiefvater? So wie Wolfgang ging es damals vielen. Abgeschoben, ins Heim. Weil man im Weg ist oder unehelich geboren ist oder von den Nachbarn angeschwärzt wird. Renitent, ungehorsam, 6 Monate Erziehungsheim Heidequellen, nach 3 Monaten ausgerissen. Aggressives Verhalten. Ich habe mich nur gewehrt. Sie haben aus geraden Kindern, die hier und da kleine Fehlverhalten gezeigt haben, weil sie die Schule geschwänzt haben, weil sie zu früh sexuell intim wurden. Letztendlich haben sie aus geraden Kindern krumme Kinder gemacht und das für ihr Leben. Was ist eigentlich eine vorzeitige Ejakulation? Also ich weiß, was eine Ejakulation ist, aber woran erkennt man, dass sie vorzeitig ist? Anders geht das ja nicht. Wo will man das sonst herholen, wenn nicht aus sich selber? Also ich bin so ein kleiner Perfektionist, das stimmt schon. Aber sonst bin ich ganz locker drauf mit meinen Freunden und habe irgendwie ganz normal Spaß. Ja, irgendwie vom Drehen dann eben leben kann. Halt! Sie müssen herkommen und ihn abholen. Ich krieg das nicht hin. Wo ist er denn jetzt? Justin passt auf ihn auf. Justin, dem würde ich nicht mal meinen Goldfisch anvertrauen. Was soll in einer halben Stunde Mittagspause passieren? Hilfe! Ich hab die Katze gerettet! Oh. Einfach durch ein Casting und dann bin ich durch 3 Runden gegangen. Uns wurden verschiedene Konstellationen ausprobiert in den Castings mit Tom und Huck und Tom und Sid. Nee, wir hatten Frauen als Stuntmans, also eigentlich Stuntwomans, weil find mal einen Mann, der 1,50 Meter groß ist. Dieses Schiff war 7 Meter groß, dieser Dampfer, und bestand aus 2 Etagen. Aus der oberen Etage sind die Stuntwomans gesprungen. Und wir sind dann aus der 1. Etage gesprungen, um das zu filmen, wie wir auftauchen. Also das kurze Eintauchen, dann wieder auftauchen. Hi, ich bin Tim Sawyer. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin das bravste Kind am Mississippi. Friedhöfe, keine Tonnen, keine Saloons, keine alten Spukhäuser. Versprochen? Versprochen, Tante Polly. Irgendwie haben die so einen Draht zueinander, weil die beide so den Drang haben, nicht nur normal zu sein. Das ist jetzt mein erster Preis mit einer riesengroßen Bedeutung und da bin ich auch sehr stolz drauf. Luis, das ist Wahnsinn, weil ich glaube, du hast einfach was, was man nicht kaufen kann und nicht lernen und so. Das hast du einfach geschenkt bekommen. Du hast ein wahnsinniges Strahlen und ich gucke dir so gerne zu und das hat man einfach oder nicht und das ist cool, dass du das hast. Vor allem, weil das so eine intensive Arbeit war und man dann so toll belohnt wird. Dass man sagt, dass eine Schauspielkarriere sich in 3 Abschnitte teilen lässt. Einmal, wer ist denn der? Da ist er. Und, oh Gott, lebt er auch noch? Einige von Ihnen fragen, wer ist denn der? Und das vielleicht ein Anfang sein könnte. Und deswegen muss ich auch ganz vielen Leuten danken. Angefangen natürlich mit meinen Eltern, die mich von ganz klein auf unterstützen.